hier ist Ronja, hallo. Und hier ist Tops. Und wir machen eine neue Folge Masterbilder. Du bist ein Clown. Wir haben das Thema Tänzer. Bist du so ein Tänzer oder eher nicht so? Nein, ich kann gar nicht tanzen. Ich auch nicht. Die letzten Male, wo ich mich erinnern kann, dass ich tanzen war, das war... Hast du irgendeine Idee, was wir machen können als Tänzer? Irgendeine ja, Idee? Wir machen den Boden schon mal. Guck mal, hier ist der okay, Boden. Oh. Toller Tanzboden. So. Okay. Ja, das sehe ich schon. Weißt du was, wir machen hier eine Figur. Ich baue hier eine Figur, nicht aus diesen Blöcken. Was sind denn gute Figurenblöcke für einen Tänzer? Nimm, guck mal bei Graue Wolle. Terrakotta ein. Gib mal Terra. Na, Terrakotta ist nicht so schön. Ja, aber das sieht fest aus. Wolle sieht so wollig aus. Weißt ja, du? Okay, so, du hast recht. Nein, du hast recht. Ich stimme dir zu. Ich nehme dieses Black Glaze Terracotta fürs Kleid. Wir machen eine weibliche Tänzerin übrigens. Wir machen eine weibliche Tänzerin. Das ist Hautfarben, okay? Das ist zwar keine schöne Hautfarbe. Nein, das ist Hautfarben. Guck da. Okay. Guck mal, mach doch erstmal Schuhe. Ja, okay, dann mache ich halt erstmal Schuhe. Mister. Warte, ich habe eine Idee. Ich guck mal hier. Okay, so. du bist hier schon an einem. Der macht echt groß hier, der Kerl. Ich mach das Kleid, ja. So, dann ist das der Fuß? Ajo. Ist das das Knie? Was wird das hier? Was tust du da? Stopp! Nein, das ist das. Okay, ich baue jetzt hier drauf einfach, ja? Das wird jetzt ein Kleid. Probier's. Wenn nicht, dann kann man es dann noch abreißen. Was heißt denn hier probier's? Ich bin Baukünstler. Also ohne Witz, ich habe nie Tanzunterricht gehabt. Weder als alle anderen Kinder in der Schule das hatten, weil ich dann so, irgendwie habe ich meinen Moment verpasst und dann war es zu spät. Warte, mach mal den. Guck mal hier. Nein! Hä? Du baust immer meine Socken ab! Nein, glaub mir, das ist ein schönes Kleid. Das soll das Bein sein, wie sie. Oh, ja, nevermind, du hast recht, ich habe Unrecht. Ja, das Ding ist nämlich, sonst wäre der Rocker so richtig. Absolut korrekt. Wir wollen hier niemanden machen, der krankhaft fettleibig ist. Ja. So, du baust immer mein Zeug ab! Guck mal hier, nein! Nein, ich hab hier einen Plan! Mach. Ja, dann, du baust hier den Rest der Person. Du machst hier alles nur kaputt, du bist ein Zerstörer. Wow. Ich sehe hier schon wieder einfach nur diese Abbausachen und es ist nicht in Ordnung. Guck mal, du musst bedenken, das wird hier einen schönen Effekt haben am Ende. Ich als Baukünstler. Ich war noch nicht fertig. Hallo. Ich will noch die Schultern machen. Mach die Schultern. Ja, ich ganz als Baukünstler. Ruhig. Ich bin noch am Rock. Was machst du denn hier Schultern jetzt schon? Ja, ich kenne mich nicht aus mit Röcken, wie die so aufgebaut sind. Weißt du, so. Tops, wie alt bist du? Hä? Wie alt bist du? Ich bin 22. Tops, 22, hat noch nie ein Kleid gesehen in seinem Leben. Ja, ich gehe nicht oft raus. Also ich bin da lieber zu Hause und mache meine Videos. Nein, das kann ich aber verstehen. Also. So, ich glaube, die hat verschieden große Arme. Ich baue hier noch den anderen Arm dran. Das sollten so Dinger. Oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Es tut mir so leid. Ich ziehe, aber die Arme sind auch nicht schön. Die ganze Person ist einfach nicht schön. Ich mache jetzt hier noch so einen schönen Kragen. Das werden jetzt hier Ärmel. Wie lange haben wir denn noch? 3 Minütchen. Ach, guck mal, wir haben noch Zeit. Ist doch alles schön. Machen wir uns hier auch keinen Stress. Kannst du ihr muskulösere Arme geben? Nein, das ist eine Frau. Wenn ich ihr muskulöse Arme kriege, ich glaube, kannst du den Rock nicht so machen? Das sieht sonst aus wie so. Das wird hier. Hallo, ich habe hier gerade ein ganz anderes Projekt. Bitte. Ein ganz anderes Projekt? Ja. Für eine Haarfarbe machen. Wir machen hier einfach eine braune Haarfarbe, ja? Eine braune? Braune oder ja, was denkst ja, ja. du? Ja, gib mir braune Haare. Sicher. So, ich habe den anderen Arm leider nicht lang genug gebaut. So. Ach ja. Hä? Ja, da müssen ja so Löcher drin sein. Wisst ihr, was ich meine? Hier, ihr seht schon, was ich meine. Das sieht aus wie Schwimmflügel, aber das ist. Ist das hier die Nase? Warte. Vielleicht nein, was ist denn. Stopp, was hast du hier für diese Blöcke gebaut? Komm mal hier einmal rumgeflogen, bitte. So, erklär mir mal, was das hier sein soll. Ja, das sollte eigentlich nur zur Hilfe sein für die Haare, weißt du, damit die Haare dann so ein bisschen abstehen. Ach, so. Sicher doch. Ja. Ja, auch Ronja. Nee, Ronja, tut mir leid. Es sieht so schön aus, was ich hier fabriziert habe. Ich bin manchmal wirklich auch überrascht von meinem eigenen Bautalent. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es passiert mir immer wieder, dass ich mir denke, oh, Mensch, wir hatten das hier gebaut. Das ist aber schick. Oh, man. Denkst du sicher, dass wir das über die Arme drüber lassen wollen?
Was? Sicher, dass wir das über die Arme drüber machen. Ja, Hart, das sieht traumhaft aus. Denkst du nicht, dass wir das so drum machen wollen? Guck mal hier, so. Weißt du, hier kommt nie konstruktive Kritik. Hier kommt immer nur sowas wie... Ja, guck mal, nee, so. Zack, zack, zack. Okay, meinetwegen. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Sieht nämlich nicht so aus, als hätte ich... Ich bin der Tobias, ich weiß alles besser. Ich kann besser Minecraft bauen als die Ronja. Und ich bin auch ein ganz fieser Gemeinerling. Der einfach alles abbaut, was andere hier aufbauen, ja. Guck mal. Jetzt sieht sie aus, als ob sie hier einfach nur... nicht schön ist. Wir brauchen mehr Rock. Der Rock muss weiter nach außen gehen, damit es aussieht, als ob der schwingt. Ich sage dir, das bringt uns den Sieg. Wenn wir das hier gewinnen, ja, dann... Bist du dir sicher? Ja, oh, guck mal, das wird, kein Witz, das wird. Ich habe hier völliges Vertrauen in meine Skills als Baumeister. Ich hoffe, du ebenso. Oh Gott. Ja, Meister, kann sie es schaffen? Ach ja, zack. Das wird, oh mein Gott, wird das schön. Oh, schaut mal. Hä? Also, da habe ich, ich was vergessen. So, jetzt kommt das hier und dann... So, das war nämlich auch gar nicht symmetrisch, was ich hier veranstaltet habe, aber das ist nicht schlimm. Hier, da muss diese Reihe nämlich noch weg. Das ist meine Hilfsreihe gewesen, die brauchen wir nicht. So, die ist nur für Verlierer. Oh, das ist sowas Schönes, das habe ich aber selten gesehen. Hier, das muss für Symmetriegründe. Die Leute mögen Symmetrie, das heißt, du darfst hier nicht einfach alles abbauen, was ich baue. Sonst wird es nicht mehr schön. So, pass mal auf. Oh, es ist symmetrisch von hinten. Nee, einfach gar nicht. Aber hier, mit dem Block weniger, dann ist es auch schon wieder schön. Guck mal. Oh. So, dann ist es auch wichtig, dass wir hier noch so ein bisschen... Oh, kannst du den Boden noch dekorieren? In den letzten 6 Sekunden, bitte. Nein. Ja, dann hast du uns jetzt den Sieg verdorben. Dankeschön. Oh, warte. Oh, das ist... Okay, also das ist ein okay. Das kriegt ein okay von mir, ja, von mir auch. So, was ist das? Ja. Ich finde unsere cool, ist schöner. Das ist wieder so ein Enderportal. Aber möchte wieder ein Singleplayer-Ender-Game spielen oder so. Hier, der... Oh, guck mal, der ist nicht schlecht. Das soll, glaube ich, Elvis sein. Ja, glaube ich auch. Ja, der ist nicht so schlecht. Dem gebe ich ein Good. Ja. Miau. Okay, so, was ist denn das hier? Ich sitze hier auf dem Kopf scheinbar. Du... Hä? Was guck haben wir mal, denn die... hier? Ich weiß doch nicht, woher man die das tanzen die nennt. Die tanzt nicht. Das ist aber kein Tänzer jetzt hier, oder? Also das sind einfach nur Blöcke. Oh doch, da ist ein Tänzer, aber der ist jetzt nicht so gut. Nein, komm, gehen wir mal super zu. Wow. Ja, das hier ist wieder... Das sieht mal mega... alternativ gut, das ist eine Balletttänzerin. Ja, der hat, ja, das ist nicht schlecht, ich gebe okay. Oh, guck dir das hier an. Oh, nein, mit dem auch Bein das klar. Oh Gott, was hast du denn mit dem Gesicht gemacht? Nein, Tops, nein. Wie kannst du nur? Guck mal, einer schreibt, wow. Der hat Spaß geschrieben, weil es so gut aussieht. Das ist mit deinem Gesicht. Och Mann, Ronja, mach doch nicht alles schlecht. Ich wollte es gut hinkriegen. Oh, dann habe ich zwei. Oh, die haben aus Versehen Legendary gewotet auf den letzten, weil ich nicht durchgeswappt habe. Mann, du hast mich abgelenkt. Der hier ist nicht so gut, dem gebe ich einen Poop. Ja. Superpoop meine ich. Oh, guck mal, hier der. Der hat Augen. Unsere hat keine Augen. Ist das irgendwie Homer Simpson oder so? Weil sieht so irgendwie so aus, weil es das Ding ist und so. Guck mal, wir sind Fünfter geworden. Ja. Oh, Delfin ist gekommen. Ja, weil ich es gesuperbotet habe. Oh mein Gott. Okay, wir machen Delfin. Way. Okay, da habe ich schon eine Idee. Wir nehmen einfach. Okay, wir machen erstmal den Land. Boden Wasser. Nee, was? Hä, ich hätte Land. Bist du. Hä? Stopp. Gibt doch Landdelfine. Was bist du denn? Du bist auch so ein Landdelfin. So, jetzt gib mal wieder Terrakotta ein. Da kannst ich will das aus Lapislazuli-Blöcken bauen. Ich finde, die sehen schick aus. Sicher? Ich finde, die sehen fischig aus. Aber guck mal, wenn du jetzt Terrakotta eingibst, hast du den perfekten Grauton für Delfine. Aber Delfine sind so graublau wie Lapislazuli-Blöcke. Okay. Offensichtlich. Ich mach meinen Delfin und machst deinen Delfin. Okay. Wir machen eine Delfin-Challenge. Wer den besseren Delfin macht. Ja, und ihr müsst dann abstimmen. Ich. Zack, zack, zack. Obviously. Nein. Ich bin der bessere Bauer. Bist du das? Von uns beiden. Bist du das wirklich? Können wir uns da sicher sein? Ah ja. Oh shit. Ich hoffe, dass ich besser bauen kann. Sieht nicht gut aus, was ich hier treibe. Sieht gar nicht gut aus. Das ist aber nicht schlimm, das ist ganz normal für den Anfang. Das ist ganz normal bei Delfinen. Ne? Das liegt bei denen in ihrer Natur. Die sehen am Anfang nicht immer schön aus. Nee, die müssen sich erst entwickeln. Also die haben ja auch, weißt du... Wie Pokémon, ja. Wie Pokémon.
Weißt du, oft sagst du falsche Dinge, aber jetzt hast du gerade etwas Wahres gesagt. Wow. Oft sagst du falsche Dinge. Ja, okay, also es ist einfach so. Ich meine, da muss man auch einfach ehrlich bleiben. So super aufbauen, Freunde, ja, das ist einfach... I know. Ich bin... Oh, ich sag diese Blöcke, ja, die ich hier benutze, die sind richtig Premium. Die Leute werden sich richtig freuen und werden sagen, wow, das ist der schönste Delfin, den ich je gesehen habe. Delfin. Kann nicht mehr reden, ja. Ich weiß. Es tut mir leid. Ach. Reden ist, manchmal wirklich, hast mal so Hänger. So, ja. Das, oh, ist das nicht eine schöne Flosse. Wow! Guck dir meine Flosse an. Die haben noch zwei Flossen hinten. Guck mal, was ist denn das, was du da baust? Guck mal, was ich hier baue. Ich gebe dir jetzt... Ja. Die Ronja. Ich komme jetzt... Keine Sorge, wir haben uns lieb, aber er ist manchmal frech. Hä? Ich bin nicht frech, ich bin immer lieb und nett. Ja. Ist halt so. Ja. Ronja ist die Böse, die schlägt mich immer nach den Aufnahmen. Hat noch nicht ihr Potenzial erreicht, was sie erreichen kann. Aber bald. Bald ist es soweit. Ich komme nicht weiter als diese blöde Flosse. Die ist echt nicht einfach zu bauen, ja? Ich habe hier große Pläne und siehst irgendwie... du schon bei mir den Delfin rauskommen? Sieht das gut aus. Oh mein Gott, aber es hat sich gelohnt, hier die Zeit rein zu investieren. Es wird so schön. Leute? Hä? Ich meine, guck mal bitte, was Topster baut. Guck mal bitte allein, was hier meine Flosse schon für ein unglaubliches Potenzial hat, was seins nie haben wird. Richtig, richtig viel cooler. Man könnte fast sagen, da ist richtig viel cool drin. Ne? Ja, könnte man meinen. Was könnte man denn nehmen? So, und zwar muss man das dann noch ein bisschen dicker machen. Wir haben auch noch, wir haben noch über 3 Minuten. Das ist alles auf entspannter Basis, ja? In der Ruhe liegt die Kraft. Das muss man sich immer denken. In der Ruhe liegt der Saft, genau. In der Ruhe liegt die Kraft. So, das wird so schön. Ich sag euch, ihr habt noch nie so einen schönen Delfin gesehen in eurem ganzen Leben nicht. Wie mein Gebilde. Jetzt kommt hier erstmal noch Delfinflosse. Ich habe leider dummerweise aus 4 Blöcken gebaut. Das war... Oh mein Gott, das ist Anfängerfehler. Buh. Das ist aber nicht schlimm, weil die Flosse wird trotzdem schön. Nur, dass du es weißt. Nein. Hast du mal was anderes außer die Flosse gemacht? Hast du was anderes außer die Flosse gemacht? Ja, den Delfin. Boah! Der ist richtig viel cool. Offensichtlich. Ich brauche hier diesen einen Block noch ab, dann sieht es mehr aus wie eine Flosse. Ich sagte, oh mein Gott, ist der Delfin gut. Wie macht man diese, diese Augen, die man da draufsetzen kann, diese schwarzen Punkte, die auf Augen drauf sind? Gehst du auf den Stern. Auf den Stern, ja. Und dann? Dann machst du so, du meinst auf den Stern unten, wo Options steht, oder? Ja. Options, ja. Und dann machst du benutzerdefinierte Schädel. Was, das geht nicht? Ja doch, Benutzer, dann musst du Linksklick drauf drücken. Ne, dann passiert nichts. Dann öffnet sich was. Okay, bau mir Augen, bitte. Ich soll dir Augen bauen, nachdem du so gemeint zu meinem Delfin warst. Ja. Sagst du Entschuldigung? Nein, ich war im Recht. Ein bisschen. Oh man. So. Bau ihm bitte schöne Augen, er soll niedlicher aussehen. Nein, du musst weiß drunter bauen. Hä, was? Weiß drunter, hä? Ja, du musst den Block wegmachen und weiß drunter bauen. Jetzt soll noch Ansprüche machen? Sorry. So, Terrakotta, hast du gesagt, hä? Das hier ist nämlich eine gute Farbe für den Bauch von dem Delfin. Wir müssen hier noch so ein bisschen Bauch rausreißen, habe ich vielleicht gerade bei Tops gesehen, die Idee klaue ich gerade. Bauch rausreißen? Ja. So, und dann bauen wir den hier einfach nach. Oder? Nee, ich hab hier nur pragmatische Denkweise. Mein Delfin sieht gut aus sogar. Ja. Meiner auch. Meiner ist voll schön. Oh, man. Der ist ja so niedlich. Ich sag, wenn ich den Bauch hier dicker mache, dann sieht der übergewichtig aus. Und niemand mag einen schwangeren Delfin. Also, vielleicht mögen Leute schwangere Delfine. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Mein Gott. Es ist jetzt nicht gut. Es ist aber auch nicht schlecht. Stimmt, die hatten so eine Floße drauf. Genau. Ja, die Floße hast du. Die schaust du. Sieht aus, als wäre einfach nur dick. Es wird nicht besser. Ich baue das wieder ab. So, wir machen hier. Brauchst du Hilfe? Nö, ich brauche keine Hilfe. Wann brauche ich jemals Hilfe? I don't know. So. Oh, ist das aber ein schöner Delfin.
Wow. Oh, warte, Seitenflossen. Deswegen sieht der so merkwürdig aus. Der hatte keine Seitenflossen. Ich war die ganze Zeit so, es sieht aus wie ein Delfin, aber irgendwie auch nicht. Was fehlt? Seitenflossen fehlen. Alles klar. Hey, bei mir sieht man das sogar ganz gut, dass das ein Delfin ist. Das sieht man bei mir auch, würde ich einfach mal behaupten. Hä? Ich weiß gar nicht, warum du mich so schlecht machen musst, ne? Hey, ich mach dich nicht schlecht. Ja. Ich meine, du bist ja noch... Hä? Guck dir den mal an, der sieht richtig gut aus. Also, kein Witz, ich meine das tot ernst gerade. Ich bin sehr überzeugt von meinem Delfin. Ich auch, warte mal. Hä? Seriously? Partikel. Hey, die mach ich wieder weg, die sehen nicht gut aus. Wasser. Du musst ein bisschen rumprobieren. Okay. Hä? Deiner sieht voll blöd aus im Vergleich zu meinem. Meiner ist viel schöner als deiner. Ah, es war schon fertig. Ich wollte ihm noch so ein bisschen augenbrauenmäßige was Sachen das bauen. Sieht aus, das sieht nicht. Ich finde, das sieht nicht so gut das aus. Das sieht aber nicht schlecht aus. Also wir geben mal ein gut. Ah, ich hab okay gegeben. Oh, der hat einen Wasserfall gebaut. Aber dafür ist es wenig. Ich sehe da gar nicht wirklich so ein Delfin. Ich sehe nur Pelzklippen, wo Augen dran sind. Ich habe vergessen zu voten. Das passiert bei öfters. Ich bin ein langsamer Voter. Das ist nicht schön. Also. Das ist auch Pixel-Art und wenn man eine Sache gelernt hat, ist Pixel-Art wohl verpönt. Das heißt, wir befolgen der Masse und sind gegen Pixel-Art. Das hier überzeugt mich jetzt nicht. Was hätte er denn da geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Seife habe ich jetzt gelesen. Ich glaube, das ist eher eine Robbe. Also, das ist eine Robbe mit einem Ball. Kriegt ein Okay von mir. Nein, das kriegt das ist 100% eine Robbe. Also, ich bin mir da sehr sicher. Schreib's mir. Das ist oh Gott. Was zur Hölle? Das sieht der hat Probleme. Aber er hat... Oh, die haben es regnen lassen. Warum haben wir es nicht regnen lassen? Guck mal, ein Flugzeug. Oh mein Gott. Ja, der ist nicht schlecht, der ist aber auch nicht gut. Ich habe vergessen zu bauen. Yet again. Das ist... Was soll das überhaupt sein? Nein. Damit... Nee. Das ist nicht gut. Wow. Da gebe ich auch ein ehrliches Superpoop. Das hier ist tatsächlich nicht so schlecht. Art. Ja, aber das ist... Ja, doch. Oh, doch. Das ist sogar eine Robbe. Es ist kein Delfin. Das ist wieder eine Robbe, ja, das habe ich auch gesehen. Da muss man einfach radikal sein. Ich sehe gerade, dass mein Delfin doch nicht so gut aussieht. Ach, guck mal, die Leute, die schwirren alle um meinen Delfin rum. Siehst du, wie wenig Leute um deinen Delfin rumschwirren und wie viele um meinen? Was? Warum hat er gewonnen? Die Robbe hat gewonnen! Aber. Was? Was waren wir? Weiß ich nicht, ich sehe es nicht. Ah, wir waren auf dem dritten Platz, oh Mann. Die Robbe. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten schaut bei Tops vorbei. Und schreibt, wer den besseren Delfin gebaut hat. Okay, es interessiert mich wirklich. Macht's gut, ciao.